heißt Industriemontagen GmbH, steht für Qualität, Vertrauen, Erfahrung und Erfolg. Hast-service.at. Hast Mode, trendige Trachten, Accessoires, Gastronomiebekleidung, coole Reisekoffer und vieles mehr. Hast-mode.at. Hasti Wieler, die andere Art, sich mit viel Spaß fortzubewegen. Hasti-wieler.at. In der 11. Runde der 1. Klasse Süd empfängt Tabellenführer ATSV Stahl Power Juniors die 13. platzierte Union aus Oberwang. Der Aufsteiger aus dem Traunviertel spielt eine sensationelle Saison, kennt das Gefühl einer Niederlage bisher noch nicht. Die Mannen aus dem Monseland liegen mit ihrer ganz jungen Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz und kämpfen heuer wohl eher um das sportliche Überleben in der 8. Liga. So ist es beinahe logisch, dass der Leader die erste Möglichkeit vorfindet. In der 10. Minute bedient Bottic seinen Kollegen Hofstetter mit einem 40-Meter-Pass. Bei dessen Abschlussversuch steht das Gästetor dann allerdings um einiges zu weit rechts. Die Gäste vom Monse spielen mit dem Leader aber erstaunlich gut mit und haben in der 18. Minute nach einer Speervorlage durch Lacher die Top-Chance in Führung zu gehen. Stadl Power kann gerade noch zur Ecke klären. Nach diesem Corner stellt Oberwang die Tabellensituation auf den Kopf. Die Stöttinger Boys bringen die Kugel nicht aus der Gefahrenzone. Das Leder landet bei Putz. Der flankt vor das Polka-Heiligtum. Dort steht einsam und verlassen Bernhard Asen. Das 1:0 der Union Oberwang in der 19. Minute. Die Jungs von Coach Heimel dürfen sich über diese Führung aber nur sehr kurze 2 Minuten freuen. Denn in der 21. Minute ein Freistoß für die Böhm-Elf. Entfernung zum Gästetor so an die 25 Meter. Genau die Distanz, die Dominik Bauer taugt. Ein Traumtreffer bringt den 1:1 Ausgleich. Damit ist in dieser 1. Klasse Südpartie wieder alles offen. Beinahe ein Tor der Marke Kurios sehen die 200 im Maximilian-Pagel-Stadion nach gut einer halben Stunde. Stadls Petersdorfer wird von der Oberwanger Abwehr super angespielt, ist von diesem Geschenk aber sichtlich selbst überrascht. Damit steht es nach 45 Minuten, als der routinierte Pfeifenmann Pammer, der mit diesem Match null Probleme hat, unüberhörbar zur Pause bläst zwischen den ATSV Stahl Power Juniors und der Union Oberwang nach wie vor 1:1. Hast Industriemontagen GmbH steht für Qualität, Vertrauen, Erfahrung und Erfolg. Hast-service.at. Hast Mode, trendige Trachten, Accessoires, Gastronomiebekleidung, coole Reisekoffer und vieles mehr. Hast-mode.at. Hasti Wieler, die andere Art, sich mit viel Spaß fortzubewegen. Hasti-wieler.at. Chance 1 in Hälfte 2 verbucht die Heimelf. Bauer fehlt nach seinem Solo allerdings die Kraft, um erfolgreich abzuschließen. Die Gäste aus dem Monseland tauchen in den zweiten 45 Minuten nur mehr ein einziges Mal vor dem Heimkasten auf. Wonnebauers Schuss in der 65. Minute ist aber kein allzu großes Problem für Stadls 1er Golkern. Ganz anders agiert da die Zweier des Regionalliga-Clubs. In der 74. Minute der Traumpass von Hofstetter auf Routinier Miroslav Fabri. Und der Stadlinger Urgestein macht das Tor. Die ATSV Juniors führen gegen Oberwang eine Viertelstunde vor Schluss mit 2:1. 3 Minuten später hat Petersdorfer die endgültige Entscheidung zugunsten des Leaders am Fuß, scheitert aber am glänzend agierenden Gästeschlussmann Breitenthaler. 10 Minuten vor dem Ende agiert Breitenthaler nicht so souverän wie bei der eben gezeigten Szene.
Er kann den Lekic-Freistoß nicht festhalten. Mustafa Bocic steht goldrichtig und staubt zum 3:1 für die Böhm-Elfer. Dies zugleich auch der Endstand in diesem ersten Klasse-Südspiel der Runde 11. Die ATSV Stahl Power Juniors gewinnen gegen die Union Oberwang mit 3:1, bleiben damit weiter ungeschlagen und verteidigen damit natürlich auch ihre Leaderposition. Jetzt haben wir da zwei Spiele noch und wir wollen natürlich vorn bleiben, das ist auch klar. Das Ziel ist natürlich, dass wir es schaffen. Aber das ist noch ein breiter Weg und wir werden es im Frühjahr super vorbereiten, dass uns das gelingt. Wir haben unseren Weg mit Eigenbauspielern. Es ist genauso schwer wie letztes Jahr. Wir schauen, dass wir die letzten zwei Spiele noch die nötigen Punkte machen, dass wir einfach ruhiger in das Frühjahr gehen können. Aber es wird nicht einfacher. Aber die Mannschaft hat Charakter. Wir sind ein Team, wir sind eine geschlossene Einheit und das ist ganz, ganz wichtig.